Wir sind immer noch im Keller der hypnotisierten Stromgeneratoren. Willkommen zu Mutant Year Dynamo Land. Ja, ich bin Dennis und wir haben das letzte Mal hier Lux, wie auch immer, Keller aufgeschlossen. Da hat er so ein paar Leute auf Heimtrainer ja, versklavt, die ihm seine ganzen Glühbirnen am Leuchten halten. So geht's natürlich nicht, ja. Also, was für ein Verbrechen. Oh shit. Jetzt habe ich ein What bisschen have you Sorge. done? What have you done? The lights must have power. You will become my new slaves. Give your minds to me. How about no? Okay. My followers, follow my command. Get me the tail. So, da bin ich wieder. Ich musste ganz kurz einmal hier mein Soundequipment nachjustieren. Da hat irgendwas nicht funktioniert. Ja, wir sind in den Kampf hineingerutscht. Das ist mal was anderes. Also bisher haben wir meistens die Kämpfe irgendwie ausgelöst. Hier hat jetzt das Spiel das für uns gemacht und uns sogleich auch in eine bisschen beschissene Situation manövriert, weil wir ja hier ohne so richtige Deckung dastehen. Ich würde jetzt fast meine übliche Lieblingstaktik nehmen und sie kommen lassen, mehr oder weniger. Das ist meistens eine ganz gute Idee. Ich stelle mich jetzt hier relativ weit hinten hin. Ich laufe gar nicht so sehr auf sie zu, sondern versuche eher dafür zu sorgen, dass sie zu mir kommen. Ja, bisschen Schaden vorher schon machen. Dann stelle ich mich mit dem Kollegen hier hinten hin. Auch in das Auto. Probieren wir es, 50%. Das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Warum denn nicht? So, sie steht jetzt aber wirklich zu weit weg von allem. Könnte sie noch hier vorne irgendwie positionieren, dann könnte sie möglicherweise Schaden 9, er hat noch 9, da könnte ich ihn schon mal, doch, dann, wenn sie jetzt trifft, ist er tot. Das fände ich, glaube ich, ganz gut so. Triff, komm, triff, bitte. Yeah! Sogar Crit-Schaden. Wäre gar nicht nötig. Oh, man, you're hurting them! Das war mein Plan. Okay, er kann Tote wieder beleben oder was? Ein Pyro, der wirft dann mit Flammencocktails. Oh, sind das viele. Hier ist ja wieder was los. Das wird ja gleich die nächste Mega. Alter, komm! What the fuck? Jetzt kommt da auch noch so ein Panzerdepp. Overwatch. Das Problem ist, wenn die ein Pyro haben, dann ist das extrem. Au. Dann ist es extrem schwer, sich zu verschanzen, weil verschanzen tue ich mich ja tendenziell eher irgendwo, wo mich dann der Pyro treffen kann. Das ist so ein bisschen doof. Na gut. Au. Daneben. So. Mach Crit-Schaden. Ah, hatte sie eben schon. Die trifft nicht mal. Aha. Shit. Okay. Dann nicht. Hier treffe ich immer mit 75%. Und werde nicht unterbrochen irgendwie. I did that. Ja. Think about that, huh? Das war doch ein guter Treffer.
Leider nicht kritisch, aber man kann nicht alles haben. Schön wäre natürlich, wenn ich jetzt... Ich habe zwar eben gesagt, ich lasse sie kommen, aber das Problem ist, wenn die einen Pyro haben, das wusste ich ja nicht, dann wirft er mit Molotows nach mir, gerade wenn ich nebeneinander stehe. Dann ist das echt eine dumme Sache. Ich sollte mich natürlich nicht so weit voneinander entfernen. Aber auch nicht zu nah beieinander stehen, damit der mich nicht so leicht treffen kann. Das wäre doch jetzt cool, wenn er jetzt treffen würde. Ja, sehr gut. Weil dann habe ich nachher wenigstens den Jäger da schon mal tot. Da kommen noch genug Arschlöcher auf mich zu. Vor allen Dingen der blöde Lachs. Ah, jetzt hat er so einen Kettenblitz. Ernsthaft? Jetzt brennen sie auch noch alle. Es ist unfassbar. Ja, renn doch ins Feuer rein, du Depp. Renn doch ins Feuer rein. Der Panzertyp, der trifft wieder über komplette Level. Nee, tut er nicht. Das eine Mal, wo er nicht trifft. Overwatch. So, da wäre doch jetzt eine Granate richtig gut, aber leider habe ich keine mehr. Da hätte ich jetzt mal eine kleine Pause machen sollen. Ach, das nervt hier irgendwie ganz schön. Ja, Dax sollte ich mal irgendwie ein bisschen zurückziehen, sinnvollerweise. Der macht halt nur 6 Schaden, das ist halt nicht so geil. Besser wäre es, wenn ich den mal hier so ein bisschen wegziehen könnte. Dann kann er sich mal heilen irgendwie. So ein bisschen. Brennt auch dann wenigstens nicht mehr. Ja, das ist ein Kampf, wo ich nicht weiß, ob ich den schaffe. Das ist, tatsächlich läuft das hier gerade nicht so gut, wie es laufen müsste, damit ich mir sicher wäre, dass das was wird. Ich habe halt auch einfach zu wenig so Zeug dabei, was mir dabei helfen könnte. Das mit dem Molotow, der macht auch einfach viel zu wenig Schaden. Das bringt ja überhaupt nichts. Ich muss eigentlich jede Runde Schaden austeilen, weil ich sonst von der Zeitabfolge her haben die ja einfach viel mehr Chancen, mir Schaden zuzufügen. Und wenn ich mich jetzt hier frei hinstelle... Ja gut, aber... Muss jetzt sein. Triff bitte! Na, immerhin. Na, immerhin. Und hier auch nochmal, da habe ich nochmal die Chance. Da trifft doch jetzt bestimmt gleich ein Molotow-Cocktail genau zwischen meine Kollegen. Ach Gott. Mann, jetzt tut mir doch den Gefallen. Das wäre jetzt echt sehr viel einfacher gewesen, wenn da jetzt schon mal einer tot wäre. Ah. Ja, sehr gut durchs Feuer gerannt, so mögen wir das. Oh, vor dem habe ich jetzt ja richtig Respekt, der trifft über die komplette Map, ey. Die Panzertypen. Also so sehr ich auch hier im Vergleich zu XCOM die Wahrscheinlichkeitsberechnung mag, weil die ein bisschen durchschaubarer ist, gibt halt nur 25, 50, 75, 100 und nicht noch irgendwelche Zwischenstufen. Also bei kritischen Treffern gibt es Zwischenstufen, aber das ist schon ganz angenehm so. Aber trotzdem ist es teilweise echt lächerlich, wie weit die treffen können. Über komplette Map und so. Wie viel Schaden mache ich damit? 8. Dann würde ich aber lieber hier hinten hingehen und den komplett vernichten. You don't know who you're messing with. So, dann haben wir nämlich schon mal einen weniger. Ja, war ein kritischer Treffer. Damit hätte ich auch den anderen erledigt, aber das weißt du ja vorher nicht. Das kannst du ja vorher nicht wissen. Ah, der hat auch keine Munition mehr in der Scheißwaffe. Es ist zum Kotzen. Ich will den aber... Ich krieg den aber nicht ausgeschaltet hier, den Typen. Das gibt's doch nicht. Na gut, dann laufe ich jetzt erstmal dahin. Kann mir immer noch überlegen, ob ich dann schieße. Wie viel Schaden mache ich da? 4. Das ist ja gar nichts. Das kann ich's auch lassen. Also ich muss echt mal... Das ist ja hier mein
nicht Schleichtrupp. Ich habe ja an sich noch Leute, die besser für Schleichen geeignet sind. Ich muss denen hier mal die Schleichwaffen wegnehmen und die mal mit stärkeren Waffen einfach ausstatten. Das ist momentan einfach auch noch nicht so gut, wie es sein könnte. Ja, gut. Das wäre doch schön, wenn ich jetzt den hier erledigen könnte oder zumindest dem Schaden machen könnte. Oh nein, da stand noch einer. Aber daneben. Haha. So. Mach doch mal ein bisschen... Der brennt ja auch. Dann ich mach mal Schädelspalter. Vielleicht kriege ich den ja... Ja! Ja, es muss ja auch mal was treffen. Sehr gut. I like it. Jetzt wirklich... Als hätte ich noch nicht genug Probleme, übernimmt der jetzt auch noch meine Leute hier oder was? Und Dax brennt wieder. Seine Lieblingsbeschäftigung. Brennen. Macht der Schlechter auch mal irgendwas? Die machen da hinten alle Overwatch oder was? Ja gut, wenigstens mal daneben geschossen. Oh, der Typ, ey. Der Jäger, der kommt mir jetzt schon so lange da. Oh, jetzt muss ich auch noch gegen meine eigenen Leute kämpfen. Sowas hasse ich. Sowas hasse ich richtig. Okay. Das kann ich ja auch nur irgendwie umgehen, indem ich den Typen da hinten wahrscheinlich abschieße, ne? Gibt's ja sonst keine andere Chance. Na, den kann ich erledigen. Den kann ich erledigen. Den treffe ich nicht wirklich. Ich habe zu viele Gegner hier. Also der hier brennt ja hoffentlich noch eine Runde. Dann würde ich jetzt mal versuchen, auf ihn da hinten zu schießen. Ah, natürlich. Overwatch. Aber daneben. Ja, auf Pharaoh schieße ich ganz bestimmt nicht. Bin ich bescheuert. So. Wie, was, wie, was, wo? Es bringt nicht mal was, auf den Typen zu schießen. Wie soll man den denn dann besiegen? Was zur Hölle? Was ist das denn für ein Blödsinn? Ich kann nicht mal auf ihn schießen? Was für eine Kacke. Ja. Triff bitte. Ja, Gott sei Dank. 11 Schaden für einen Typen, der nur noch ein Leben hat. Ach, das wird ein ganz furchtbarer Kampf. Wie macht er das? Wieso... Ist sie weiterhin besessen? Kann man die überhaupt nicht heilen davon? Ja, bleib liegen. And stay down. Könnt Bormi nicht umrennen. Merkt euch das endlich. Sie ist halt weiterhin besessen, ne? So kriegst sie nicht. Und jetzt tötet sie Bormi, ne? Scheiße. Ich hab keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich hab absolut... Ich hab noch einen Spielercharakter und der ist fast tot und... Ich weiß es nicht. Und die stehen hier alle rum. Ich hab keine Chance, das irgendwie hinzukriegen. Ich bin mir da echt nicht sicher, was ich jetzt noch machen soll. Und wenn die schießen jetzt in der nächsten Runde alle auf Dax, dann ist der sowieso tot. Ich habe keine Munition, ich stehe zu weit weg, ich habe keine Deckung, ich habe keine Lebensenergie. Bin aus allen Richtungen umzingelt. Bormin stirbt da hinten vor sich hin. Sie ist übernommen für immer. Keine Ahnung. Ich weiß es alles nicht, was das soll. Was denn jetzt? Lässt du sie jetzt mal frei? Kann ich mal wieder was mit meinen Charakteren machen? Man hat nur drei und dann übernehmen die einen. Was ist denn das für ein Schwachsinn?
Ich will mich jetzt auch nicht über alle Maßen aufregen, aber die Kombination ist schon echt mies. Wenn bei XCOM von 6 Leuten mal einer dir weggenommen wird, dann ist das auch doof, aber okay. Bei 3 ist das schon echt scheiße. Overwatch. Ja, jetzt macht sie auch noch Overwatch. Wie viel leben da noch? 5 Gegner oder was? Ach komm. Also, das kann ich doch direkt nochmal machen. Beziehungsweise, keine Lust, keine Ahnung. Soll ich das echt nochmal machen? Bormin verblutet da hinten? Ja, was denn dann? Ist er tot oder was? Kann ich da irgendwas machen? Ja, in eine Runde. Kann ich jetzt auch nichts gegen tun. Was soll ich denn da jetzt machen? Soll ich da jetzt hinrennen wie so ein Depp? Ja gut, okay, den Kampf habe ich verloren. Ich gehe jetzt hier noch einmal raus. Lass mich erschießen. Geil. Coole Aktion. Wie, und dann ist man, darf man nicht mal mehr schießen. Nur weil man getroffen wurde oder was? Ja, okay. Was passiert denn, wenn alle tot sind? Ach, jetzt wäre sie dann wieder frei gewesen. Wie viel waren das jetzt? 3 Runden? Jetzt liegt sie übrigens 2 Runden bewusstlos am Boden. Das ist ja der totale Fail, Alter. Das gibt's ja überhaupt nicht. Ja, komm, direkt noch. Britzel, Britzel. Also, die Gegnertruppe jetzt hier, die ist ja wirklich so gut wie also, in der Stärke, in der ich jetzt bin, kriege ich die nicht besiegt. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Die sind ja so mega stark, vor allem sind so viele. Und vor allen Dingen der Lachs mit seinen Übernahmefähigkeiten. Ihr seht ja schon, es dauert schon alleine eine Minute, bis die fertig sind mit ihrer Runde. Ja, alle tot. Ja, ich weiß es nicht. Ich disappointe ihn. Es tut mir auch sehr leid. Ja, na gut, das wird dann wohl nächste Folge anders laufen. Wahrscheinlich dadurch, dass ich das jetzt nicht direkt nochmal mache, sondern warte, bis ich meine Leute besser ausgerüstet habe und 1-2 Level noch mehr habe. Gibt genug anderes zu tun bei Mutant Year Zero. Wir haben jetzt gesehen, mit welchem Boss man sich nicht anlegen sollte, unvorbereitet, nämlich mit Lachs. Aber wer konnte ahnen, dass da so ein Kampf auf mich zukommt. Ich dachte, ich muss jetzt gegen ihn und vielleicht 2 seiner Leute oder so kämpfen, aber dass ich da gegen 6 seiner Leute und ihn kämpfen muss und er halt auch noch so ultra krass ist für den jetzigen Punkt im Spiel. Klar, verglichen wahrscheinlich mit dem Endboss ganz am Ende des Spiels ist der total wischiwaschi, aber ich meine, ich hatte jetzt keine Granaten mehr dabei, ich hatte kaum noch Medipacks, ich bin da jetzt einfach hingegangen, um mal zu gucken, was da los ist und ja, hab versagt. Ich werde jetzt, denke ich mal, nochmal laden, dann zur Arche gehen, mich da besser ausstatten, meine Leute noch ein bisschen besser ausstatten und dann machen wir das Ganze in 1-2 Folgen nochmal. Und dann läuft's hoffentlich auch besser. Gut, Leute, ihr seht, hier im Kanal wird auch mal eine Folge gezeigt, die nicht so gut läuft. Ich könnte die jetzt auch wegschmeißen und so tun, als würde ich immer total gut spielen und als wäre immer alles der erste Versuch und so. Aber ich finde das irgendwie albern, weil das gehört zu Videospielen dazu. Und ich werde euch jetzt garantiert nicht 3-mal oder 4-mal hintereinander zeigen, wie ich hier versage. Das ist auch einfach langweilig, das will keiner sehen. Würde ich mir auch nicht angucken. Aber ich finde, man kann auch mal zeigen, wie man so einen Kampf macht, wenn man nicht weiß, was vor einem liegt. Und das nächste Mal weiß ich, was da auf mich zukommt und kann da ganz anders reingehen. Dann läuft das auch besser. Gut, ja, gute Nacht, gute Schlacht. Ich war Dennis, Mutant Year Zero. Ciao.